Herzlich willkommen bei Im Dialog mit. Mein Name ist Kerstin Plewe und ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Und ich freue mich auf meinen Gast heute für unseren Dialog, Daniel Bahr, gesundheitspolitischen Sprecher der FDP. Herzlich willkommen. Gesundheit, Herr Bahr, ist für Sie ein Riesenthema. Ich habe gelernt, mit Ehrfurcht, Sie sind Marathonläufer, sind in Münster den Marathon gelaufen. Ist Gesundheit für Sie schon immer ein großes Thema gewesen oder ist das die Parallele schon zur Politik bei Ihnen? Also ich habe im Sommer den Marathon gelaufen, obwohl das sehr ungesund ist. Also wer glaubt, dass Marathon gesund ist, hat noch nicht gesehen, dass Marathon eine unglaubliche Anstrengung für den Körper ist. Das sollte man nicht zu häufig machen. Normales Jogging, Laufen, das, was ich seit Jahren mache, das ist in der Tat gesund. Aber der Marathon, das ist eine Distanz, die eigentlich nicht gesundheitsfördernd ist. War aber trotzdem ein Riesenerlebnis. Ich habe es gemacht, weil es einfach Spaß macht, für ein bestimmtes Ziel zu laufen, sich auch mal zu messen, genau diese Ausdauer zu testen. Schaffe ich das, 42 Kilometer wirklich durchzuhalten? Das habe ich vorher noch nicht gemacht. Und ich habe es geschafft und das gibt ja dann auch eine gewisse Bestätigung. Hilft Ihnen dann wahrscheinlich der lange Atem, den Sie aus dem Marathontraining mitbringen? Die Frage, die sich mir aufdrängt an der Stelle, ist aber auch, das Image des Themas, gerade des Themas Gesundheitsreform, das öffentliche Verständnis ist ja, ich bin sicher, dass Sie das teilen, aus Ihrer Erfahrung heraus ja nicht das Beste in der Öffentlichkeit, obwohl so viel Arbeit, wie Sie beschreiben, aus den Gremien, von den Experten, von den Verbänden kam. Was glauben Sie, woran liegt das? Ist es ein Vermittlungsproblem, dass sozusagen die vielen guten Reformaspekte nicht kommuniziert rübergebracht werden konnten? Ist es ein inhaltliches Problem? Woran liegt es, dass der Atem so lang sein muss und trotzdem das Ergebnis, zumindest aus Sicht der Bürger, nicht so greifbar und positiv ist? Also zunächst einmal sind in den letzten Jahren viele Fehler gemacht worden. Die Gesundheitsreformen sind zum Teil so schlecht gemacht worden, dass es immer wieder nachgearbeitet werden musste. Wir haben jetzt beispielsweise bei der letzten Gesundheitsreform erlebt, dass viele Dinge so gar nicht umzusetzen sind. Und jetzt ist schon das vierte Gesetz, bei dem drangehangen wird, Änderungen an der Gesundheitsreform, sogenannte Omnibusgesetze. Da nimmt man ein Gesetz zum Thema Pflege beispielsweise, die Pflegereform. Auch da stehen jetzt wieder Korrekturpunkte drin, die man falsch gemacht hat in der Gesundheitsreform. Das trägt natürlich dazu bei, dass die Bevölkerung nicht daran glaubt, dass die Probleme, insbesondere jetzt die Große Koalition, wirklich lösen kann. Und das war früher unter Rot-Grün, in der Gesundheitsreform ja auch die Union beteiligt war, nicht besser. Es ist ein enormer Zeitdruck reingekommen. Kaum ist ein Gesetz verarbeitet, ist das nächste schon wieder in Kraft oder noch kürzer. Wir hatten Anfang des Jahres 2006 gerade ein Arzneimittelspargesetz und im Sommer wurde schon diskutiert, die nächste Gesundheitsreform. Das ist ja eine Zeit, da kann gar nicht verarbeitet werden, die Auswirkungen betrachtet werden. Das trägt mit dazu bei. Aber allgemein gesehen muss Gesundheitspolitik immer leider zu einer gewissen Unzufriedenheit führen, weil die Erwartungen so groß sind. 82 Millionen Menschen sind in Deutschland davon betroffen, sind angewiesen auf eine gute Gesundheitspolitik, auf ein gutes Gesundheitswesen. Wir können auch, wenn man es wirklich objektiv betrachtet, eigentlich zufrieden und stolz sein mit dem Gesundheitswesen, auch wenn der Ruf schlechter ist als das System. Wie bei vielen Dingen in Deutschland, die eher schlecht geschrieben werden. Ich glaube aber, dass die Leute das, auch wenn sie sich selbst das vorstellen, auch schnell einsehen, dass es besser ist, als man denkt. Braucht sich jeder nur mal fragen, wenn ihm im Ausland was passiert, dann möchte er immer so schnell wie möglich nach Deutschland behandelt werden. Und auch heute noch kommen viele, viele aus dem Ausland nach Deutschland, um hier behandelt zu werden, weil sie sagen, hier ist die Behandlung besser als in anderen Ländern. Gleichwohl mache ich mir nicht Sorge um die heutige Situation, sondern meine viel größere Sorge und das, was mich politisch so unheimlich motiviert, sich zu engagieren, ist das Thema, was noch auf uns zukommt mit der alternden Bevölkerung. Wenn wir in 10 Jahren beginnend immer mehr Ältere und immer weniger Junge haben, dann steht diese Finanzierung des Gesundheitswesens vor einer unlösbaren Aufgabe. Und dafür müssen wir jetzt Vorsorge stärken, Eigenverantwortung stärken. Was tun Sie denn dazu? Was ist Ihr eigener Beitrag im Freundes-, Familien-, im direkteren Umfeld sozusagen, die schwer zu vermittelnden politischen Inhalte wie die einer Gesundheitsreform zu vermitteln? Ihre Internetseite ist sehr, sehr offen angelegt. Man erfährt viel über ihre Tagesabläufe, man erfährt, dass sie Marathon laufen, man erfährt, dass sie Formel 1 lieben. Wie sieht Ihr persönlicher Beitrag zu mehr Offenheit und einem anderen Umgang mit Erwartungshaltungen aus? Ich glaube, Politiker müssen versuchen, immer wieder verständlich zu sprechen. Und Gesundheitspolitik ist ein Thema, wie in vielen anderen Bereichen auch, das sehr von Abkürzungen und Fachbegriffen lebt. Wer weiß schon, was ein RSA ist oder auch ausgesprochen ein Risikostrukturausgleich? Wer weiß das schon, was das ist? Also muss man erklären,
und das verständlich rüberbringen, dass das ein Ausgleich ist zwischen den Finanzen von Krankenkassen, die unterschiedliche Risiken haben. Auch das ist schon schwer, aber muss rüberbringen. Und ich habe gelernt und versuche das stark einzusetzen, erstens immer davon auszugehen, dass ich nicht vor einem Fachpublikum rede, sondern immer eher einfach zu sprechen, dass jemand versteht, der nicht im Fachthema ist. Und zum Zweiten gilt die Devise, ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und wird besser behalten. Also häufig auch Bilder zu verwenden, Bildern zu sprechen, dann werden schwierige Zusammenhänge einfacher verstanden. Nichts ist so schlimm wie Politiker, die in Fachchinesisch reden, dabei auch noch durchaus kompetent sind, das will ich gar nicht abwertend sagen, aber die dann völlig an der Bevölkerung vorbeireden. Und ich glaube, dass wir viele schwierige Themen, ich nehme ein Thema, wir sind keine Fans der Praxisgebühr, wir fanden das kritisch, aber trotzdem geht es uns natürlich darum, auch Selbstbeteiligung von Patienten zu haben, dass sie Anteil haben an den Kosten, dass sie spüren, was für Kosten verursacht werden. Und das einfacher rüberzubringen, glaube ich, kann Politikern gelingen, sonst sind sie in der Politik falsch. Politik muss diese Kommunikationsfunktion erfüllen. Wir müssen ein bisschen auch Übersetzer sein zwischen Fachthemen, zwischen Wissenschaft, zwischen Gesetzesarbeit, aber eben auch den Bedürfnissen der Bevölkerung. Jetzt gucken ja nicht gerade der größte Anteil an Menschen, an Wählern und Wählerinnen Bundestagsdebatten. Was glauben Sie, wird in Zukunft mehr Notwendigkeit haben? Welche Plattformen wird es geben müssen, dass Politik noch mehr wieder im öffentlichen Raum passiert? Ich meine im Raum von großen Zielgruppen, große Mengen von Wählern wieder erreicht, weil das Thema der steigenden Anzahl von Nichtwählern ist ja etwas, was die Parteien, auch natürlich die kleinen Parteien, sehr, sehr trifft. Sehen Sie da Ansatzpunkte? Ja, ich denke, dass nicht wir beklagen können eine Politikverdrossenheit. Ich glaube, wir können eher eine Parteienverdrossenheit beklagen. Da sind die Parteien, das muss man selbstkritisch sagen, auch wirklich selbst schuld daran, die Lösungskompetenz, das heißt, dass die Menschen nicht mehr vertrauen, dass Parteien wirklich die Probleme lösen können oder lösen wollen, je nachdem, aber dass sie zumindest daran nicht mehr arbeiten. Das hat leider zugenommen. Für Politik interessieren sich, für Politik im weiteren Sinne, ich meine nicht Parteipolitik, sondern für politische Themen, interessiert sich die Bevölkerung immer noch in hohem Maße. Das sieht man an den Einschaltquoten, die sind von Nachrichtensendungen wie Tagesschau, auch von guten politischen Talksendungen immer noch sehr, sehr hoch. Wenn Sie sich anschauen in den Zeitungen, ist der Politikteil immer noch der erste und der auch am meistgelesene. Das heißt, das Interesse an politischen Themen ist da auch, das Engagement, vielleicht nicht in Parteien, nicht nur, aber in kirchlichen Organisationen oder in Bürgerinitiativen hat sehr zugenommen, Bürgerbegehren. Parteien müssen es schaffen, offener für Kommunikation zum Bürger zu werden. Das Internet ist eine Riesenchance dabei. Sie haben das ja erwähnt, ich nutze selbst meine Internetseite sehr intensiv, weil sie mir die Gelegenheit gibt, schnell, auch kostengünstig, viele Informationen zur Verfügung zu stellen für die, die es interessiert. Ich glaube, dass es viel schwerer war für Politikergenerationen vor meiner Generation, die noch nicht das Internet hatten. Die hatten vielleicht auch nur weniger Pressemedien. Aber heutzutage ist es ja auch sehr, sehr schwer, überhaupt ein Thema in die Öffentlichkeit reinzubringen. Da ist das Internet eines der besten Foren, in diesen Dialog zu treten. Trotzdem wurde damals natürlich, waren die Wahlquoten noch höher, muss man sagen. Obwohl es ja, noch das Internet in der Form aber damals war es nicht auch, gab. Gut, damals war es auch selbstverständlich, Parteibindungen zu haben, ja. Da war es selbstverständlich, wählen zu gehen. Da gab es den Aufruf in der Kirche noch beim Gottesdienst, da haben die Gewerkschaften aufgerufen. Das waren andere Zeiten. Wir haben heute auch einen viel, viel größeren Wechselwähleranteil. Das ist ja geradezu die Herausforderung, dass wir als Parteien immer wieder sicherlich auch die Chance sehen, Mehrheiten zu gewinnen, aber auch die Herausforderung, sie zu mobilisieren. Jetzt komme ich zwar aus einer kleineren Partei, aber dennoch, was die Mitgliedschaft und auch aus der Jugendorganisation der jungen Liberalen Nichtigkeit angeht, wir haben ja noch Zulauf, erfreulicherweise auf niedrigem Niveau, leider, könnte viel mehr sein, aber immerhin haben wir Zulauf. Liegt vielleicht auch daran, dass wir zum Beispiel das Internet sehr intensiv genutzt haben. Im Internet ist die FDP die erfolgreichste Partei. Wir haben ganz bewusst sehr, sehr viele Mittel und Öffentlichkeitsarbeitszeit in das Internet gesteckt. Keine andere Partei hat so viel Zugriffe auf den Seiten. Keine andere Partei sucht auch den Dialog über das Internet. Wir haben unser Wahlprogramm im Internet ganz öffentlich diskutiert. Da konnte man sich anmelden, konnte mitdiskutieren. Wir machen Abstimmungen im Internet. Wir sind als erste Partei in YouTube gegangen.
Dann passt es ja perfekt, dass wir jetzt im Podcast tatsächlich im Medium Internet sind. Sie erreichen neue Zielgruppen, können den Dialog aufbauen. Der Podcast wird ja nicht nur auf unserer Seite, sondern ich vermute auch auf Ihrer Seite verfügbar sein. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse heute und freue mich auf das nächste Mal. Auf Wiedersehen.